Guten Abend und herzlich willkommen in meinem Universum, Unterbergs Universum. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. Und heute musste ich mich besonders anstrengen, dass ich einigermaßen aussehe neben meinem heutigen Gast, denn nämlich der ist Model. 1,90 groß, blaue Augen, braune Haare, seine Setcard liest sich großartig. Unter Vertrag steht er bei Deutschlands größter Modelagentur Modelwerk und auch bei IMG Models, internationaler Marktführer und Heimat unter anderem von Gigi Hadid, Kate Moss, Giselle Bündchen oder Heidi Klum ist er unter Vertrag. Vor seiner Modelkarriere und auch jetzt noch ist er als TikToker aktiv. Aktuell folgen ihm dort 320.000 Menschen, 85.000 Follower hat er auf Instagram und Tendenz nach wie vor steigend. Und das gerade mal mit 18 Jahren. Über die sozialen Medien, das Model-Business und seine Vorliebe für Mozzarella-Käse. Da möchte ich mit ihm sprechen. Giuliano Poplawski ist da heute. Dankeschön. Also Dankeschön für die schönen Worte. Wow. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, hier zu sein. Ja, du hast auch direkt zugesagt, als ich dich gefragt habe. Ich habe mich auch sehr über die Einladung gefreut. Das freut mich. Das freut mich. Wir gehen direkt rein in dein Leben, in deine Kindheit. Du hast polnische Wurzeln. Genau, Poplawski, genau, der Name sagt es schon. Was ist das Polnischste an dir? Das Polnischste an mir ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich esse gerne Pierogi. Mhm. Das ist so Teigtaschen. Und mein Glaube, dass ich meinen Glauben sehr auslebe, das ist so eigentlich das Polnischste an mir, würde ich sagen. Okay. Und das kommt auch aus der Familie wahrscheinlich, ne? Genau, also das kommt aus der Familie. Der Glaube, man sieht es auch an dem Kreuz. Genau, ist denn, okay. Du sprichst Polnisch? Ja, ich spreche Polnisch. Also meine Eltern haben uns großgezogen mit der Sprache, die ersten 3 Jahre. Mhm. Und ich bin auch sehr glücklich darüber, dass ich meine Muttersprache sprechen kann. Ja, vielleicht kannst du die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Polnisch einmal begrüßen hier in Oldenburg zur Sendung. Vielleicht in diese Kamera, in die 1, genau, wenn die auf in die Kamera 1? In die Kamera 1, genau. Hey, pozdrowienia z Oldenburgu. Tschechische bardzo. Ja. Sehr schön. hast du noch Kontakte auch nach Polen? Also gibt es da noch Verwandtschaft oder Freunde? Ja, ich habe Freunde jetzt nicht so viele, aber ich habe Verwandte, also Oma, Opa. Also ich habe schon Verwandte in Polen. Okay. Ich habe mir gedacht, zum Kennenlernen machen wir so eine Art Speed-Dating mit dir vielleicht, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer dich einmal so ein bisschen, dass sie so einen Eindruck haben, wer du bist. 10 Fragen habe ich vorbereitet. Ja. So vielleicht, wenn du gar keine Ahnung hast und nichts, also dann sagst du einfach weiter. Ja, so wie sonst auch. Also, Morgenmuffel oder Energiebündel ist das Erste? Energiebündel. Ja. Energiebündel. Man sieht das ja auch, ich habe die Frage deswegen in deinen TikToks, du machst hier diese Get Ready With Me morgens und so weiter. Ja, also ich bin sehr, also ich habe sehr viel Energie. Ich wollte gerade sagen, mir wäre das zu früh. Ich bin absoluter Morgenmuffel. Ich kann solche, also unsichtbar sein oder Zeitreisen? Boah, ich glaube eher unsichtbar sein. Also ich glaube, es ist cooler, wenn man unsichtbar sein kann. Man kann einfach Dinge machen, keiner weiß, dass du das bist, darum eher unsichtbar sein. Unsichtbar sein. Ja. Welches besondere Talent hast du, von dem nur wenige wissen? Ich esse gerne Mozzarella. Das ist ein Talent von mir. Aber sonst weiß ich gar nicht. Ich singe gerne, ich tanze gerne, aber ob ich das so gut kann, weiß ich nicht, aber mir macht es auf jeden Fall Spaß. Okay. Also Musikrichtung, sowas? Wo bist du so eher? Wirklich, ich bin eher der Oldschool-Typ, also eher so 90s, so auch eher so Jennifer Lopez und sowas. Okay. Also eher das. Aber ich höre eigentlich auch alles. Also ich höre einfach gerne die Musik, die mir einfach gefällt. Also die gute Laune macht. Ja, genau. Okay. Was ist deine nervigste Marotte? Boah, das weiß ich gar nicht. Muss man andere fragen eher. Das weiß ich gar nicht. Weiß ich wirklich nicht. Also nervigste Marotte, dass ich ab und zu laut bin, denke ich. Okay. Also zu laut, bisschen vielleicht, dass ich ab und zu vielleicht auch ein bisschen nerven kann, weil ich halt so viel Energie ab und zu habe, deshalb, ja. Okay. Dein letzter Fehlkauf? Mein letzter Fehlkauf? Über den du dich so geärgert hast vielleicht irgendwie. Ich muss ehrlich sein, ich kaufe gar nicht so viel ein. Okay. Also wirklich bei mir ganz selten. Ich kaufe sehr viel Essen ein. Also wirklich, mein Geld geht essen. Ich kaufe mir wirklich, ich esse sehr gerne. Deshalb, einen Fehlkauf habe ich nicht. Kein Fehlkauf? Nee, ja, schön. Kommt noch. irgendwas kommt immer. Bei diesem Song gehe ich sofort ab. Let's Get Loud von Jennifer Lopez. Ja. Ja. Okay. Mein erster Celebrity Crush war. Ich denke, Kim Possible. Kennst du Kim Possible? Kim Possible, ja. Okay. Ja. Okay. Ja. Wie nennen dich enge Freunde? Also hast du einen Spitznamen dann? Ich habe einen Spitznamen. Mhm. Also meine Familie und so richtig enge Freunde nennen mich Julie. Julie, okay. Ja, Julie. Ja. Worauf bist du besonders stolz? Worauf bin ich besonders stolz? Mhm. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich gerade einen Weg gehe, den
ich sehr gerne gehe und dass das gerade alles so funktioniert, darauf bin ich sehr stolz. Und dass ich Unterstützung von meiner Familie kriege. Mhm. Ja. Was hast du immer in deinem Kühlschrank? Das ist die letzte Frage, dann bist du durch. Ja, ich habe wirklich eigentlich immer Mozzarella im Kühlschrank. Ja. Sehr schön. Und warum, wie kommt die, also Mozzarella, Liebe zum Essen, spielt bei dir eine große Rolle? Ja, das weiß ich tatsächlich selber nicht. Also ich, wie gesagt, ich esse sehr, sehr gerne. Ich mag wirklich, es gibt selten was ich nicht gerne esse. Und Mozzarella war so eine Sache, die habe ich schon sehr, sehr gerne gegessen. Und das habe ich dann halt irgendwann auch geteilt im Internet. Und seitdem nenne ich auch viele Leute Mozzarella-Junge und sowas. Ja, weil du die Gans auch gegessen hast in den Videos und so weiter. Ja, oder richtig. Mit dem Brötchen halt. Und dann, Wir haben hier Sushi, das ist auch eine andere... Also Sushi mag ich auch sehr gerne. Ja, nach der Sendung auf jeden Fall. Essen wir noch zusammen das Sushi. Essen spielt eine große... Ich habe auch ein Video gefunden, das fand ich sehr, sehr lustig, dieses Cupcake-Video. Ach mit so, Estefania. Estefania. Genau. Sehr witziges Video. Ja, Estefania ist allgemein eine sehr witzige Person. Ja. Ja, und auch diesen Adventskalender und sowas, deswegen, das finde ich schon gut. Ist das, wie würdest du, um mal in deinen Content einzusteigen, wie würdest du deinen Content beschreiben? Wie würde ich meinen Content beschreiben? Ich würde sagen, ich bin ich. Also ich mache wirklich einfach das, was ich wirklich auch mache. Also ich verstell mich nicht irgendwie, sondern ich zeige einfach, was ich für eine Person bin. Und wenn ich jetzt meinen Content beschreiben müsste, wäre das auf jeden Fall witzig, humorvoll, lustig, aufgedreht, so in die Richtung. Okay. Ja. Wie bist du dahin gekommen? Wann hast du dein erstes Video gemacht auf TikTok? Mein erstes Video habe ich jetzt ungefähr vor fast einem Jahr gemacht. Also ich bin eigentlich eher neu in der ganzen Branche. Vor fast einem Jahr habe ich mein erstes TikTok-Video gepostet. Und also einfach so aus einer Laune heraus oder wie kam das? Also du hast... Bei mir kam das, ich wollte halt vor langem schon mit Social Media anfangen, schon vor Jahren. Ich wollte erstmal mit YouTube anfangen. Damals hieß ja TikTok noch Musical.ly, wollte ich damit anfangen. Aber ich habe mich halt nicht getraut, so aus den Hauptgründen, wie die meisten sich auch jetzt heutzutage nicht trauen. Ich hatte halt Angst, ausgelacht zu werden. Ich habe mich geschämt. Ich habe mich einfach geschämt und hatte Angst vor Social Media, weil ich halt Angst hatte vor den Meinungen der anderen. Und dann kam irgendwann so ein Tag, wo ich mir dachte, ey, mach doch einfach mal das, was du wirklich, worauf du richtig Lust hast. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich poste jetzt einfach mein erstes Video. Ich mache vielleicht einfach, ich vlog ein bisschen. Und dann habe ich mich halt einfach getraut, mein Video zu posten. Okay. Ja, weißt du noch, was es war? Also mein erstes Video war ein Model-Vlog, also ein Casting, wie ich zur Modelagentur gegangen bin. Ah, okay. Hier in Deutschland bei Modelwerk. Dann hast du gar nicht vor, dann war das eigentlich falsch, dann hast du gar nicht, Das du hast vorher gemodelt schon. Ich habe tatsächlich Social Media und Modeln eigentlich zugleich angefangen. Okay. Also ich habe mir gesagt, ich hatte halt dieses Casting bei Modelwerk und ich habe mir gesagt, ey, ich werde das jetzt einfach mitvloggen, also einen Vlog machen, wie ich aufstehe, wie ich mich fertig mache, dahin fahre mit meiner Mama zusammen. Und dann war das so, dass ich mir gesagt habe, ey, wenn ich jetzt unter Vertrag genommen werde, ist das für mich so ein Zeichen, ich starte jetzt durch und ich poste mein erstes Video über diesen Tag. Und dann wurde ich am selben Tag dann unter Vertrag genommen, habe ich gesagt, ey, jetzt keine Ausreden mehr, nichts mehr, ich mache jetzt wirklich das. Und seitdem poste ich auch 3 Videos pro Tag. Okay. Ja. 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 So das ist das ordentlich Arbeit. Also. Auf jeden Fall. Ja. Hast du Vorbilder als Content-Creator gehabt? Vorbilder? Ein bestimmtes Vorbild habe ich nicht, muss ich sagen. Aber ich habe halt so viele Personen oder bestimmte Personen auch einfach, die mich inspirieren, die ich einfach gucke und die mich inspirieren und mich motivieren, weiterzumachen. Dazu zählen zum Beispiel jetzt im sportlichen Bereich, das sagen wahrscheinlich die meisten Jungs, Cristiano Ronaldo. Er ist einfach für mich in meinen Augen besonders, weil er so eine Disziplin hat, immer weitermacht und immer am Ball bleibt und immer Gas gibt, obwohl er halt schon älter ist. Auch im sportlichen Bereich jetzt als Content Creator, zum Beispiel Influencer Sascha Huber, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ist so ein Fitness-YouTuber. Der hat mich auch so dazu gebracht, Fitness zu machen, ein bisschen an meinem Körper zu arbeiten. Oder Arda Saatchi. Aber zum Beispiel jetzt im Model-Bereich von den Elevator Boys, der inspiriert mich auch sehr doll. Jakob Rott, auch ein sehr bekannter. Also kennt man eigentlich. Warst du auch mit unterwegs, ne? Ich habe ihn auch getroffen. Ich habe gesehen, dass er halt auch in London ist. Ja. Dann habe ich ihn geschrieben und hat er mir geantwortet. Und dann hat er gesagt, ey, wenn du Zeit hast und ich es schaffe, dann können wir uns vielleicht vor dem Hotel treffen. Und dann war ich auch sehr glücklich, dass ich ihn getroffen habe. Er hat mich auch nach Berlin dann eingeladen jetzt. Und ja, das sind so Inspirationen. So läuft auch das Geschäft, ne? Genau. Also man braucht Kontakte, die einen schon mal ein bisschen an die Hand nehmen. Ja, auf jeden Fall. Das ist so.
Genau, das, also ist dir denn dann der Einfluss deiner Reichweite auch bewusst, dass du wirklich sagst, du hast ja eine Verantwortung, du hast da hunderttausende Leute, die dir folgen und sowas. Also wie schwer wiegt das so auf einem, wenn du sagst, ja, also du machst täglich Content, 3 Videos am Tag, beziehst du das irgendwie auch mit ein oder machst du einfach nach Lust und Laune? Also manchmal vergesse ich das, dass ich so eine Reichweite habe und wirklich auch aufpassen muss, was ich mache. Aber ich achte schon wirklich sehr doll drauf, weil meine Mama mir das auch sagt, meine Managerin und alle. Also ich achte schon wirklich doll drauf. Also ich habe auch eine gewisse Vorbildsfunktion, das darf man nicht vergessen, weil ich auch jüngere Zuschauer habe. Und darum achte ich auch sehr krass drauf, also sehr doll drauf, was ich poste. Ich gucke mir meine Videos zum Beispiel auch öfters mehrmals an, um zu gucken, ob da nicht irgendwas ist, was vielleicht nicht gut ist, irgendwas, wo ich drauf aufpassen muss, dass ich nicht irgendjemandem irgendwas Falsches mitgebe. Darum, ich achte eigentlich schon sehr doll drauf und ich finde, das ist auch sehr wichtig, dass man darauf achtet, dass man eine Vorbildsfunktion hat und dass gewisse Leute sich vielleicht an einem inspirieren, so wie ich mich halt an anderen auch inspiriere. Ja, das ist viel Arbeit, ne? Also jeden Tag, also 3 Videos ist schon... Wo nimmst du die Ideen her? Und wer hat dir gesagt, dass es 3 Videos sein müssen? Also eigentlich hat mir das keiner gesagt. Aha. Und ich weiß auch nicht, woher ich die Ideen nehme, bin ich ehrlich. Ja. Mir kommt das plötzlich einfach immer so in meinen Kopf geschossen. Ich überlege schon wirklich so einen Tag davor, was ich in welche Richtung posten möchte. Manchmal gibt es halt Tage, das sind die schlimmsten Tage so als Influencer, wenn man gar nicht weiß, was man posten soll. Das ist immer sehr schlimm. Da muss man halt immer so überlegen, ey, hier, darum... ist es manchmal nicht so einfach. Man denkt immer, es ist einfach, so 3 Videos zu posten. Das ist gar nicht so einfach. Aber ich weiß nicht, die Ideen kommen plötzlich einfach in meinen Kopf. Und dann setze ich die irgendwie um, mache die lustig. Und dann. Und man merkt ja auch, du merkst ja auch an der Reaktion dann, was beliebt ist und so. Genau. Was, also die Get Ready With Me's, morgens, die sind ziemlich beliebt. Ja, auch, das stimmt. Ja. Hast du einen Überblick darüber auch zum Wachstum von deinen Kanälen? Also kannst du das abschätzen? Machst du wahrscheinlich in der Stunde, wo wir hier sitzen, mehr Follower? Also ich habe das geguckt, ich glaube letzte Woche, ich glaube es sind, kann ich auch erzählen, es sind 5.000 mehr als pro Woche. Ja, kann das manchmal hinkommen? Ja. Kommt halt darauf an, wie beliebt gerade ein Video ankommt, ob es viral gegangen ist, zum Beispiel in London. Hatte ich viele Videos, die wirklich 2 Millionen, ein Video hat, glaube ich, 2,6 Millionen Aufrufe bekommen. Da ist mein Account dann auch wieder sehr schnell gestiegen. Mhm. Also es kommt immer darauf an, wie gut ein Video hochgegangen ist. Aber ich wachse schon recht gut. Ja, und auch auf TikTok, ne? Ja, 21 Millionen Aufrufe oder was? Likes. Likes, okay. Ja, das ist eine ganze Menge. Das ist also, weißt du, woran es dann liegt? Dass mein Account... dass einzelne Videos gut laufen, also da stellt man sich da auch so ein bisschen drauf ein? Also ich finde, am wichtigsten ist, dass man immer am Ball bleibt. Also wirklich, dass man immer konstant Videos postet, dass man immer diszipliniert weitermacht und man nicht zu doll darauf achtet, wie viele Views ein Video hat. Weil das ist auch echt nicht gut, so darauf zu achten, weil das macht auch irgendwas mit der Psyche. Also das kenne ich auch von mir selber, dass ich dann manchmal zu doll darauf achte, ey, wie gut ist ein Video angekommen? Und das stresst dann einen, wenn man dann denkt, ey, das Video ist gerade nicht so gut angekommen oder hat weniger Views. Und dann denkt man, ey, es ist vorbei. Also man darf wirklich gar nicht drauf achten. Mhm. Aber was halt das Wichtigste ist, auf jeden Fall immer dran zu bleiben, immer Videos zu posten, egal wie viele Views die haben, weil das dauert, bis sie hochgehen und bis sich Leute immer aktiv gucken. Aber so, wo mein Account am schnellsten gewachsen ist, ist tatsächlich auch, als ich angefangen habe, Mozzarella zu essen. Das war auch ganz, ganz spontan. Das war, ich habe halt eine Mittagspause gehabt und ich hole mir halt immer so Snacks, irgendwelche Süßigkeiten, irgendwas zu essen einfach in der Pause. Und dann dachte ich mir, ey, ich filme das einfach mal mit. Dann habe ich es mitgefilmt und dann waren halt so viele davon beeindruckt oder so, konnten nicht damit klarkommen, dass ich einfach eine Mozzarella, ein Brötchen und einen Kaffee esse und trinke. Mhm. Und dann habe ich halt einfach die Mozzarella immer so gegessen oder das mit dem Brötchen zusammen. Und das Video ist dann auch sehr schnell hochgegangen. Ja. Ich glaube, damit bist du auch auf meiner For You-Page. Ja, ich glaube, das war auf jeder. Das ist wirklich sehr, sehr, das war auch so das erste Mal, dass ich wirklich so hochgegangen bin mit den Views. Und hat teilweise nämlich halt jetzt Leute auf Mozzarella-Junge, Mozzarella-Boy. Darum, ja. Okay. Dadurch ist es sehr schnell gewachsen. Wer ist deine Community? Also kannst du vom Alter her vielleicht oder auch, also wirst du erkannt auch auf der Straße und triffst mal Menschen, die dir, die Zuschauerinnen und Zuschauer so? Also meine Community besteht eigentlich aus allem so. Also ich spreche irgendwie jede Altersgruppe an. Mhm. Ich habe von jeder Altersgruppe Zuschauer. Aber hauptsächlich habe ich so jüngere Zuschauer, also im jugendlichen Bereich. Mhm. Und ich bin auch immer glücklich, wenn mich irgendwie jede Altersgruppe guckt, weil das freut mich immer, wenn ich irgendwie
irgendwie jeden ansprechen kann und irgendwie vielleicht jede Altersgruppe zum Lachen bringen kann. Das freut mich dann immer sehr. Mhm. Und ob ich auf der Straße schon angesprochen werde, tatsächlich schon. Mhm. Das war auch so ein Kindheitstraum von mir, so irgendwann angesprochen zu werden, vielleicht nach Fotos gefragt werden, auch mal einfach mit der Community, mit den Zuschauern sich einfach persönlich auszutauschen, mal mit denen zu reden, ist auch immer richtig schön. Und ich werde angesprochen, zum Beispiel hier auf dem Weg zum Studio wurde ich auch 2-3 Mal angesprochen. Ach was, ja. Auch in Bremen oder in Oldenburg. Auch genau. Oldenburg, ja. Ja, bei den ganzen Followern. Ja, ich habe auch einen Influencer im Bekanntenkreis und der hat das war auch regelmäßige Autogrammstunden, wenn er einkaufen geht. Echt? Aus Ostfriesland auch. Also Wilke Zierden, sagt er der was? Ja, der sagt mir was, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Genau, also der Ostfriese und mit dem Platzwart, die zwei, die sich da immer so anbrüllen. Ach so, doch, ich glaube schon, ich weiß schon, wer das ist. Seid ihr denn auch so vernetzt untereinander, wenn wir beim Thema bleiben, so die anderen Influencerinnen und Influencer, ist das auch so eine Community, vielleicht auch die Bremer oder sowas oder generell in Deutschland? Also Influencer, also ich bin auch schon vernetzt und ich finde auch, also das merke ich auch selber, dass das Wichtigste so ist, diese Connections zu haben, dass man da erst auch wirklich stark wachsen kann, wenn man halt Connections hat, weil dann kennt zum Beispiel der eine kennt jemanden, der einen anderen kennt und der kann dich dann irgendwo reinbringen, in irgendein Programm oder irgendein Event oder das ist wirklich sehr, das merkt man. Das habe ich auch erst gemerkt, als ich jetzt selber so in diese Branche reingegangen bin, dass Connections so wirklich das eines der wichtigsten Sachen ist. Und ich habe auch viel Kontakt, also bin auch verknüpft mit verschiedenen Influencern, zum Beispiel Estefania, dann aus Bremen, Mathilda, die kommt auch aus Bremen, ist auch sehr bekannt auf TikTok. Die sind auch schon sehr vernetzt. Ja, und man hilft sich dann gegenseitig. Ja, auf jeden Fall. Das ist dann so. Wie schaffst du das, so eine Balance zu finden dann zwischen online, also wenn man 3 Videos am Tag produzieren muss, auch schneiden muss, das ist alles Learning by Doing gewesen bei dir, also auch der Schnitt oder hattest du auch irgendwann mal so eine Art Medientraining oder Schnitttraining, man braucht ja auch irgendwelche wirklich auch Fähigkeiten dafür, dass man sagt, man muss mal Videos schneiden und so. Ich habe es tatsächlich, das war eher Learning by Doing bei mir, also ich habe davor nicht irgendwie Videos geschnitten, das habe ich erst zu dem Zeitpunkt dann gelernt. Das ist auch gar nicht so schwer. Also man stellt sich das, ich habe mir das selber sehr schwer vorgestellt, aber es geht eigentlich. Also ich schneide die Videos dann entweder halt auf TikTok direkt oder auf CapCut. Darum geht das eigentlich. Aber ich habe die Frage davor jetzt nicht, was war nochmal die Frage davor? Ob du, also wie du die Balance zwischen Online und Privatleben, genau, wo da bei dir, wo du dann einen Schnitt machst, irgendwie die Leute nicht mehr mitzunehmen. Also ich muss sagen, dass meine Balance recht in Ordnung ist. Mhm. Also es ist gut. Bei mir ist das halt so, ich zeige einfach, was bei mir halt privat bleiben soll, zeige ich halt nicht in der Öffentlichkeit. Und was ich halt zeigen möchte, in der Öffentlichkeit zeige ich. Dadurch ist halt die Balance sehr gut. Es ist auf jeden Fall aber sehr wichtig, dass man halt Privatsphäre behält. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man die Person, zum Beispiel meine kleinen Geschwister oder sowas, oder Familienmitglieder, dass man sie nicht unbedingt in den sozialen Medien zeigen sollte, zum Schutz. Also einfach, damit die halt geschützt sind und nicht irgendwie angesprochen werden die ganze Zeit oder dass man aufpasst, dass man nicht vor der Tür irgendwie jetzt unbedingt Videos die ganze Zeit macht und so. Aber das lernt man auch erst mit der Zeit. Bei mir habe ich das damals auch nicht. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jetzt nach 11 Monaten so eine Reichweite haben werde. Das hätte ich niemals gedacht. Aber damals habe ich darauf jetzt nicht so doll geachtet. Aber jetzt inzwischen achte ich sehr, sehr doll darauf, weil das sehr wichtig ist, dass man halt seine Privatsphäre behält. Genau. Und diese Follower sind oder die Community ist schlauer, als man glaubt. Ne? Also wenn du also auf der Straße irgendwie findest, die kriegen das raus, oder nicht? Ja, ja. Also das ist wirklich. Also manchmal verfolgen mich, also gehen mir Mädchen oder Jungs oder Zuschauer halt hinterher und gucken. Da achte ich auch immer sehr doll drauf, dass ich dann nicht zu Hause abbiege, sondern halt ein bisschen weitergehe und warte, bis die dann weggehen, damit ich dann nach Hause gehen kann. Also man muss da schon ein bisschen aufpassen. Okay, würdest du das so als Schattenseite ist zu hart gesagt, aber würdest du das auch also als etwas, was du gerne nicht hättest, so und auch, wie reagiert deine Familie vielleicht auch darauf, die dann auch natürlich sagen, okay, das ist ja auch unser Zuhause, also so, dass, genau. Ja, das ist, ob das eine Schattenseite ist, vielleicht, aber wenn man halt sich entscheidet, jetzt Social Media zu machen, muss man halt damit auch rechnen, dass man halt jetzt in der Öffentlichkeit steht, dass es halt die Möglichkeit auch gibt, dass Leute einen hinterhergehen, dass Leute Fotos wollen. Man muss halt damit rechnen. Das ist halt sozusagen der Nachteil davon. Aber wenn man halt Social Media machen möchte und das auch beruflich machen möchte und damit wirklich das halt etwas ist, wo man irgendwann mit in Zukunft arbeiten möchte, muss man halt damit halt rechnen, dass man
halt. Und solange es im Rahmen bleibt, sag ich mal, genau. Und die Leute nett bleiben und auf auch nur ein Fall. Foto wollen, ist ja gar kein Problem. Ja. Aber das ja. Verfolgen und Stalken ist halt noch eine andere Nummer. Ja, ja, das stimmt. Ist, das ist stimmt. Schon mal, ja. Was mich immer interessiert hat, ist so, wenn du so einen riesen Account hast, auch auf Instagram, wie da deine, so die DMs aussehen oder sowas. Also das ist so bei mir ein normaler Account irgendwie auch privat und dann wo auch man, aber wo man dann, genau, also kriegst du das irgendwie, wird das irgendwie gefiltert? Dass da nicht alles immer aufläuft und ständig Push-Nachrichten auf eine neue Nachricht, neuer Like, neuer Kommentar. Und das muss ja einen wahnsinnig machen, oder? Ja. Auf so einem großen. Ja, ja, also ich kriege schon viele DMs und die werden halt nicht direkt angenommen, sondern da steht zum Beispiel, also ein Zuschauer möchte dir eine Nachricht senden. Dann okay. Kann ich halt da drauf gehen und dann sind halt alle Nachrichten, die ich so kriege. Und dann kann ich sie halt annehmen und dann antworten oder halt nicht drauf antworten. Und ich gebe mir halt auch immer eigentlich sehr viel Mühe, den DMs zu antworten, also den Zuschauern, wenn die was Nettes schreiben, wenn die vielleicht eine Frage an mich haben, wenn die irgendwas wegen Modeln fragen möchten oder auch Tipps möchten, mhm. wegen Social Media, wie ich angefangen habe, dann antworte ich sehr, sehr gerne drauf. Ich gebe mir auch immer sehr viel Mühe, so viel wie möglich zu antworten, mhm. was halt auch leider nicht immer klappt, ja. weil ich halt auch einfach abends manchmal müde bin, kaputt bin und einfach auch gerade nicht die Lust oder gerade die Zeit dafür habe, jetzt gerade zu antworten. Mhm. Was ich auch gemerkt habe, dass wenn ich halt so viel am Handy bin, weil ich arbeite ja sozusagen mit meinem Handy, nutze ich auch immer sehr gerne diese Zeit, wo ich gerade nicht am Handy sein muss, um einfach mal mit meiner Familie zu sein, abzuschalten, ja. einen Film zu gucken ja. oder sonstiges. Aber also wie viel Bildschirmzeit hast du am Tag? Also so wenn du also schon viel, ich weiß gerade nicht genau, aber bestimmt schon so am Tag, bestimmt schon so 8 Stunden. Mhm. Also ist schon sehr viel. Aber hat aber ein Büro-Mitarbeiter ja auch. Ja, der vielleicht auch ein bisschen mehr, ich weiß es nicht. Der sitzt nur am Rechner. Ja. Also, und du halt am Handy, das ist halt dein Arbeitsgerät. Das ist stimmt, ja nun mal das so. Stimmt. Also ich wäre halt eher sauer, würde ich jetzt 8, 9 Stunden oder mehr haben. Ich weiß halt nicht genau, wie viel ich habe, aber ja. ich habe schon sehr, sehr viel. Mhm. Würde ich halt kein Social Media machen, wäre das für mich so, ey, das ist unnötig, dass ich so lange am Handy bin. Mhm. Aber da ich halt Social Media mache, muss ich mich auch zum Beispiel irgendwelche Trends gucken, was gerade im Trend ist auf TikTok oder auf Instagram. Dadurch muss ich halt immer gucken und ja. Und die Algorithmen, die funktionieren ja auch so, dass du, wenn du Songs in deine Stories nimmst, die gerade trenden, dann, oder? Dann ja, ist ja, man ja, da dann ja, auch, ja. also mal deswegen, also manchmal hat man ja so Lieder, die in jeder Story benutzt werden. Ja, 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 das stimmt, der Algorithmus, ja. Also ja. das ist auch sehr krass bei TikTok. Ja. Das ist so eine Sache, das wird man, zum Beispiel zum Thema Views jetzt nochmal, manchmal gehen zum Beispiel die Views einfach nicht hoch. Zum Beispiel, ich habe manchmal Videos nach 3, 4 Stunden, die haben 20.000 Aufrufe, ist viel, aber im Vergleich, was ich normalerweise habe, ist es halt eher weniger. Mhm. Und dann stresst man sich halt wieder. Aber man kann da halt nichts machen, weil der Algorithmus sich halt einfach ja, ändert. Okay. Und man kann da halt nicht, das ist halt TikTok. Und dann es liegt auch an der Uhrzeit genau. so ein bisschen? Oder wann du postest? Also, oder postest du, wenn es fertig ist? Oder hast du wirklich auch 3 feste Uhrzeiten am Tag? Ich versuche schon zur Uhrzeit, man kann ja auf TikTok sehen und auf Instagram, wann die Zuschauer am meisten am Handy sind okay. und wann die Zuschauer am meisten auf deinem Account sind. Daran orientiere ich mich immer. Aber ich achte schon sehr doll drauf. Aber die Uhrzeit an sich macht nicht mal so doll einen Unterschied. Teilweise, also manchmal poste ich auch zum Beispiel Videos um 1 Uhr morgens. Mhm. Dann haben die halt erst am Morgen 10.000, 20.000. Aber im Laufe des Tages geht das halt immer höher. Geht das höher, okay. Darum ja. Aber man sollte schon darauf achten, wann man postet. Und ich poste, glaube ich, so 12 Uhr. Also ich poste eigentlich morgens eins, mittags, also mittags eins und dann abends nochmal eins. Mhm. Und so teile ich das dann immer auf. Okay. Du hast gerade gesagt, in deinen DMs, du liest dir positive Kommentare auch gerne durch, aber du kriegst du auch Kritik in den DMs, irgendwelche, also diese, was heißt Kritik ist ja noch nett formuliert, aber einfach irgendwelche Beleidigungen oder sowas. Also Hate. Ja, genau. Ja, selbstverständlich. Also man kriegt immer, also es gibt immer Leute, die man das nicht recht machen kann. Also es wird immer Leute geben, die auch einen haten. Mhm. Und natürlich, also ich kriege auch Hate, tatsächlich gar nicht so viel, mhm. aber jeder kriegt Hate, was man halt immer dazu sagen soll, also sollte, dass man da gar nicht drauf achten darf. Weil es gab wirklich schon sehr viele Influencer, die halt bekannt sind, guten Content gemacht haben und sich dann halt an diesem Hate so, die haben da so doll drauf geachtet, dass sie halt daran auch wirklich kaputt gegangen sind, also psychisch und dass sie gar nicht darauf klargekommen sind, was sie da schreiben. Und das ist halt echt traurig, muss man sagen. Mhm. Ich verletze es auch immer, sowas dann zu hören. Aber ich bin halt so ein Mensch, dass ich mir das durchlese und ich lache einfach drüber. Also es gab schon so viele, also es gab Beleidigungen, hier, das und auch sehr, sehr Beleidigungen, die echt zu weit gingen so. Aber ich lache trotzdem drüber, weil ich mir denke, ich achte da gar nicht drauf. Und ich finde es immer so witzig, dass Leute sich überhaupt die Mühe geben, irgendwelche Beleidigungen zu schreiben. An fremde Menschen. Ja, die man ja. gar nicht persönlich ja. kennt. Also die kennen mich ja nicht mal persönlich. Und oft sind das dann halt auch Menschen, die wahrscheinlich einfach
es einfach einem nicht gönnen, dass er halt gerade vielleicht das macht, was ich gerne, also was die Person auch machen wollen würde, mache ich halt einfach und er traut sich vielleicht gerade in dem Moment, das einfach nicht zu machen. Leute sagen damit immer mehr über sich, als über das, was, über das, was sie da vermitteln wollen. So, genau. Dass sie eher unzufrieden sind mit sich. Ja, und das ist für mich immer, man darf da einfach wirklich gar nicht drauf achten und das sind halt, da sollte man nicht drauf achten. Aber was ich sagen muss, dass ich mit Kritik anders umgehe, wenn es zum Beispiel konstruktive Kritik ist, also zum Beispiel jemand macht mich aufmerksam, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Oder er gibt mir irgendwie einen Tipp und sagt, ey, das war gar nicht so cool, was du gemacht hast. Vielleicht solltest du das mal ändern. Das ist wieder was anderes. Also darauf gehe ich dann gerne ein. Ich antworte dann auch gerne. Ich sage so, ey, Bro, oder ey, Dankeschön. Dankeschön, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Das ist wieder was anderes. Und das finde ich auch in Ordnung und super, wenn mich jemand jetzt auf meine Fehler aufmerksam macht. Oder mir sagt, ey, mach einfach nächstes Mal anders. Das war gar nicht so cool, was du vielleicht da gemacht hast. Das finde ich in Ordnung. Also reagiert man auch so ein bisschen auf dieses Nutzerverhalten, das sich ändert bei, also Facebook bist du, glaube ich, nicht. Nee, ne? Facebook ist auch nicht mehr, glaube ich. Ja, obwohl, sie hatten steigende Nutzerzahlen immer noch, aber das glaube ich, eine andere Altersgruppe. Ja, also meine Mama und so ist auf Facebook. Ja, okay. Ich nicht. Ja, genau. Und also TikTok, ich habe letztens gelesen, dass auf Instagram die Leute gar nicht mehr so auf Hashtags gucken. Das ist völlig egal, was man für Hashtags darunter schreibt, weil die Leute folgen eher dann wirklich jetzt wieder den Konten mehr. So. Ja. Ja, das kannst du auch sehen, ne? Wie viele Leute deiner Viewer wirklich Follower sind und wie viel von außen kommen. Ja, kann man sehen. Und was man auch merkt, dass man auf TikTok zum Beispiel schneller, also auf TikTok ist es für mich persönlich wichtiger, Hashtag zu benutzen. Inzwischen benutze ich auch weniger, weil man halt jetzt schon eine bestimmte Reichweite hat und man immer Leute hat, die einen gucken. Aber so damals habe ich immer Hashtags benutzt. Und auf Instagram, muss ich sagen, benutze ich eher seltener Hashtags. Und ich merke halt auch, dass Videos hochgehen, die ich ohne Hashtags gepostet habe, auch auf Millionen Aufrufe. Aber Hashtags sind eigentlich an sich schon sehr, sehr wichtig. Ja. Aber ich auf Instagram benutze ich ab und zu Hashtags, immer so 2, 3 Hashtags, die halt gerade zum Thema passen, aber sonst gar nicht so viele. Mode. Ja. Model-Business. Da bist du, habe ich gerade in der Anmoderation gesagt, nicht nach deiner TikTok-Karriere angefangen, sondern parallel dann sozusagen. Genau, zugleich eigentlich. Und das erste Casting war wo? Das erste Casting war in Hamburg bei Modelwerk. Das war meine erste Modelagentur, ist meine Mutteragentur. Und das war halt in Hamburg und da wurde ich halt eingeladen. Das ist auch die größte in Deutschland. Ja, das stimmt. Das ist auch sehr, sehr, ja. Dann ist also GNTM für dich eigentlich gar kein Thema, weil du bist ja eigentlich auch schon bei der Heidi Klum Agentur irgendwie unter Vertrag. Mehr geht ja eigentlich auch nicht. GNTM würde ich, glaube ich, mal oder GNTM würde ich machen. Wenn ich zum Beispiel nur Social Media machen würde, würde ich mir überlegen, vielleicht in GNTM reinzugehen oder halt da mitzumachen. Mhm. Aber da ich halt jetzt schon halt bei AMG gesigned bin und bei Modelwerk hier in Deutschland, ist es halt nicht irgendwie was nötig. Was möchte man da? Ja, also Medien halt nochmal, Aufmerksamkeit vielleicht noch zusätzlich. Genau. Ne? Das ist so. Was hat dich daran so fasziniert, also zu modeln? Wer hat dir irgendwann mal, muss ja irgendwann mal so irgendwas gefallen sein von irgendwem, so, dass du könntest auch mal modeln versuchen, probieren? Also bei mir war das eher wirklich sehr, sehr spontan. Also ich habe damals Fußball gespielt, halt einfach Fußball gespielt und mein Traum war es, Profifußballer zu werden. Mhm. Aber ich habe halt immer so gemerkt, irgendwie ist das gerade nicht das, was ich eigentlich machen möchte. Und dann war das halt so, ich bin, seitdem ich wirklich klein bin, sehr energisch und ich habe kein Problem, vor anderen was zu machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in irgendeiner Gruppe bin oder in der Stadt, zum Beispiel damals, als ich klein war, war ich mit meinem Opa in der Stadt und das erzählt mein Opa mir bis heute jeden Tag. Wir waren in der Stadt und da waren so Musiker, die haben gespielt und ich war halt 6 Jahre alt. Mein Opa hat mich, glaube ich, vom Kindergarten abgeholt und dann bin ich halt in die Mitte gegangen. Und habe angefangen zu tanzen. Also einfach so, ich habe getanzt. Ich glaube, 10 Minuten habe ich da rumgetanzt. Mhm. Dann sind auch Leute wirklich gekommen, haben Münzen mir gegeben und sowas. Das war auch sehr witzig. Und das ist halt, glaube ich, auch so ein Grund, weshalb ich jetzt auch so model, weil ich es halt wirklich sehr gerne mag, vor der Kamera zu stehen. Mhm. Ich mag es allgemein sehr, ich will das gar nicht irgendwie, das soll gar nicht abgehoben rüberkommen. Ich bin halt ein Mensch, ich mag das sehr, vor der Kamera zu stehen, im Mittelpunkt und im Rampenlicht. Ich mag das sehr, sehr gerne. Und dadurch kam das dann, und dann habe ich halt diese Anfrage von Modelwerk bekommen. Da dachte ich mir, ey, vielleicht ist das ja das, was mir wirklich Spaß machen würde. Weißt du, wie die auf dich aufmerksam geworden sind über TikTok? Dann, das war so, dass meine Mama hat mich vor 3 Jahren, da war ich 15, hat sie Bilder zu Modelwerk geschickt, so als Bewerbung. Und dann haben die mich angeguckt und haben halt zurückgeschrieben, ey, er hat Potenzial, aber er ist halt noch sehr jung.
Ich glaube, die nehmen auch erst ab 16, aber ich bin mir da gerade gar nicht sicher. Okay. Und dass ich einfach, dass es vielleicht in Zukunft klappen könnte. Und dann war das so, dass ich dann 18 war und dann habe ich eine Mail bekommen von denen. Und dann haben die mir geschrieben, ey, weißt du, wir laden dich gerne auf ein Casting ein. Und dann war das so, ja, okay, sehr gerne. Ich habe schon voll vergessen, dass ich mich damals irgendwann, dass die mich abgelehnt haben. Aber dann war das so, dass ich halt diese Anfrage bekommen habe. Mhm. Und dann sind die halt wieder aufmerksam auf mich geworden, haben mich eingeladen. Und dann bin ich halt mit meiner Mama dahin gefahren nach Hamburg. Und dann hatte ich halt mein Casting, war auch komplett neu. Fotos, Laufvideos, Personality-Videos, war auch sehr witzig. Okay. Und meine Mama immer im Hintergrund am Film und so, da war ich auch so, habe ich mich noch mal ein bisschen geschämt zu dem Zeitpunkt. Ja, und ich habe meiner Mama auch gesagt, sie soll bitte nicht filmen. Und dann trotzdem sehe ich so Handy von der Seite und filmt mich. Und ja, und dann hatte ich halt mein Casting. Und dann wurde ich auch am selben Tag unter Vertrag genommen. Also die haben gesagt, dass sie mich gerne mit ans Boot nehmen wollen, holen wollen. Und dann habe ich, glaube ich, eine Woche später dann meinen Vertrag unterschrieben. Und seitdem ist das dann mit dem Modeln, ja, so ist das dann zustande gekommen. Okay. Und dann kam es halt irgendwann mit IMG und alles. Und, das, und dein erster Job, richtig, der, ja, über Modelwerk dann wahrscheinlich? Mein erster Job war tatsächlich eine ein Laufsteg-Job, ja, ja. Runway-Job, ja. In Berlin, also für die Berliner Fashion Week. Okay. Da bin ich halt für eine Modebrand gelaufen, das war so mein erster richtiger Job. Und ich war auch sehr aufgeregt, also war eine Überwindung für mich, da zu laufen vor anderen. Ja, das Fachpublikum war, auch, ja, ne? Die ja, sind ja, ja. Das war ganz neu für mich. Aber in dem Moment habe ich dann auch wieder gemerkt, als ich dann am Laufen war, habe ich gemerkt, das ist genau das, was mir richtig gerade Spaß macht. Mhm. Und das war so mein erster richtiger Job, war halt Laufsteg in Berlin. Und inwiefern hat dir das TikTok-Videos machen geholfen, mhm, dabei, so vor der Kamera sicherer zu sein und sowas? Das ist ja alles Übung, ne? Ja, ich muss sagen, das hat mir sehr geholfen. Mhm. Also diese Videos machen, und weil ich rede ja auch die ganze Zeit mit dem Handy, mit einer Kamera. Ja. Und das hat mir sehr doll geholfen. Also ich habe auch gemerkt, dass ich mit der Zeit immer selbstbewusster wurde, immer mehr dazugelernt habe. Damals war es zum Beispiel so, als ich ein Video aufnehmen musste in der Öffentlichkeit, zum Beispiel in einem Laden oder in einem Supermarkt, habe ich immer darauf geachtet, wer ist hinter mir, damit keiner sieht, dass ich gerade ein Video machen möchte. Also habe ich mich sehr doll geschämt. Ja. Aber mit der Zeit hat sich das immer mehr gelegt. Und ich muss auch sagen, dass mein Selbstbewusstsein durch Social Media und jetzt halt Modeln zugleich sehr gestiegen ist. Also, mhm. Aber Social Media hat mir sehr dabei geholfen, ja, sodass ich halt selbstbewusster wurde, vor der Kamera zu sprechen und mich nicht mehr so geschämt habe in der Öffentlichkeit. Ja. Aber es ist gut, dass du das mit rausnimmst. Also, ja. Ne, nicht so wie die anderen Kollegen, die dann daran kaputt gehen sozusagen, ja, ja, sondern ja, du sagst, ja, du wirst selbstbewusster, ja, dadurch, und dir tut das gut. Das, ja, ist ja auf jeden Fall eine gute, ja, auf jeden guter Fall. Vibe, den man da, ja, so mitnimmt. Das, das Reisen jetzt, also das, du bist jetzt bei IMG unter, mhm, in wo, in Mailand? In Mailand, London und Paris. Und Paris, okay. Und New York vielleicht auch. Also New York ist halt ein bisschen anders, weil das halt Amerika ist so. Ja. Aber das kommt wahrscheinlich dann auch noch. Aber zur Zeit bin ich in Mailand, London und Paris. Und gesigned. Was genau heißt das? Also wenn man da und also bei den, in den Büros, und das heißt, die vermitteln dich auch? Genau. Okay. Also die vermitteln mich sozusagen dann in London, also in England, dann halt in Paris, in Frankreich und dann halt nochmal in Mailand, dass ich halt überall dann immer, wie, okay, nennt man das, halt vermittelt. Vermittelt, und die sind, ja, dann vor Ort, genau, okay, dann haben die mehr Kontakte wahrscheinlich, ja, ne? Deswegen haben die überall Büros. Okay, und New York, ja, das ist ja auch das eine Hausnummer. Auch, ja. New York ist auch so eine Traumstadt für mich, also, ja, ich will da auch mal, irgendwie New York zieht mich sehr, sehr doll. Verstehe ich, ja. Ich will, ja, einfach mal diese ganzen großen Gebäude sehen und alles, und ich will auf jeden Fall nach New York, und das wäre auch ein Traum für mich, noch bei New York gesigned zu sein, also unter Vertrag zu gehen. Also, ja. Mal gucken. Gibt es Unterschiede zwischen den Standorten? Also das, du sagst gerade, das ist halt Amerika. Aber ist das wirklich so, dass die auch einen anderen Anspruch haben oder andere Models suchen, andere Gesichter suchen? Da bin ich wirklich, da bin ich jetzt nicht, da kenne ich mich nicht so ganz aus. Aber ich weiß, dass es halt mit New York ein bisschen anders ist, dass man halt ein bisschen mehr arbeiten muss. Also dass man, ich glaube, die nehmen einen erst, wenn man halt so ein bisschen länger, zum Beispiel jetzt in Deutschland gearbeitet hat, in Frankreich, in England. Und man muss sich ja ein Modelbuch aufbauen. Also ich habe ja auch ein Modelbuch und ich bin ja gerade eher am Anfang. Und wenn ich mir das halt aufgebaut habe, dann kann ich, glaube ich, dann darüber gehen. Und, mhm, dann können die sich das alles in Ruhe angucken und gucken, für was ich schon gearbeitet habe, mit wem ich gearbeitet habe. Mhm. Ja. Beim Modelwerk steht, du machst High Fashion. Ja. Was genau heißt High Fashion? In dem, also? High Fashion heißt, dass ich halt Shows auch laufe. Also dass ich Shows mache, dass ich nicht nur zum Beispiel in Werbungen bin oder auf Plakaten in verschiedenen Läden, sondern dass ich halt High Fashion mache, so für höhere Brands, die halt ein bisschen doller und mehr angesagt sind, mhm, und gefragt sind.
Das ist High Fashion. Also halt High Fashion ist eigentlich, dass du halt Laufsteg machst. Ah, okay, verstehe. In verschiedenen Ländern ja. Läufst. Hast du da Training gehabt irgendwie oder von der Agentur? Also das kann ja auch nicht gleich jeder, ne? So laufen. Ja, also Training hatte ich nicht. Also ja. Was ich mache, ist halt alleine, wenn ich zum Beispiel zu Hause bin oder wenn ich kurz davor bin, zum Beispiel ein Casting zu haben, dann übe ich zu Hause ein bisschen, also im Flur oder halt irgendwo, wo gerade Platz ist, da übe ich. Aber so richtig Training oder richtiges Lauftraining hatte ich nicht. Aber das lernt man halt immer mehr mit der Zeit. Zum Beispiel, als ich dann in Paris war, bei IMG, war ich auch viel selbstbewusster. Das habe ich auch gemerkt, weil ich dann hatte ich zum Beispiel auch ein Test-Shooting und dann habe ich gemerkt, ey, ich war jetzt bei IMG und das hat mich wieder so gepusht, dass ich gemerkt habe, ey, das ist schon sehr... Ja, absolut. Also, ja. Dass ich da überhaupt bin. Ja, kann man stolz drauf sein. Ne? Ja, hat mich dann auch wieder so selbstbewusster gemacht und dann war ich gar nicht mehr so aufgeregt bei Test-Shootings oder irgendwelchen anderen Shootings. Darum, ja, man lernt halt immer mehr durch diese Erfahrung, die man sammelt. Also je mehr Erfahrung man sammelt bei Test-Shootings, bei Castings, bei Jobs, desto besser wird man von jedes Mal, ja. Und die anderen Models, sag ich mal, ist man da, also TikToker vernetzt und also bist du gut vernetzt, sagst du, aber bei den anderen Models ist das eher Konkurrenz? Oder hat man da auch Kontakte irgendwann mit der Zeit jetzt? Wie Konkurrenz, also wie genau meinst du? Bei Castings jetzt in dem Fall, also jetzt nicht, genau, wenn du dann den anderen Kolleginnen und Kollegen da begegnest, die auch den Job haben möchten oder so, ist es eine nette Atmosphäre oder ist es schon so eine Konkurrenzatmosphäre? Also es ist schon eine nette Atmosphäre, aber ich denke persönlich, denkt jeder sich so, ey, ich will den Job schon am meisten haben und ich glaube, es ist natürlich eine nette Atmosphäre, ich gönne es auch immer jedem so, aber natürlich habe ich immer dieses Feuer in mir, dass ich sage, ey, ich bin besser als du. Also innerlich, ich sag's natürlich nicht. Ja. Aber so, das ist auch, glaube ich, normal. Man möchte halt immer in dem, was man macht, also zumindest bei mir, ich will der Beste sein so. Und es ist immer eine nette Atmosphäre. Ich gönne es jedem, wenn er den Job kriegt und ich zum Beispiel nicht, vom Herzen. Aber ich denke persönlich, jeder hat in seinem Kopf, ey, vielleicht ist er eine Konkurrenz gerade für mich. Wir haben vielleicht dieselbe Haarfarbe, selbe Augenfarbe. Okay, sowas. Und dann denkt man sich, ja, wer kriegt den Job jetzt? Aber es ist eine Konkurrenz natürlich. Aber man gönnt es sich, glaube ich, immer gegenseitig, dass die Person dann den Job bekommen hat. Und irgendwann kommt die Zeit, dass man dann gebucht wird oder dass man den Job dann kriegt. Ja. Ja. Ist ja auch, wie lange hast du die Verträge jetzt bei Modelwerk und IMG? Bei Modelwerk habe ich den Vertrag jetzt auch seit 11 Monaten. Okay. Und bei IMG erst seit Januar. Also seit Januar. Ah, also ganz frisch. Ja, okay. Im Dezember in Paris gewesen und den Vertrag habe ich dann, glaube ich, im Januar unterschrieben. Also auch komplett neu. Und ja, deshalb, ja. Ich müsste auch ein bisschen... Zum Beispiel, ich mache ja gerade noch Schule zu Ende. Wenn Schule nicht wäre, würde ich halt viel, viel mehr reisen, müsste ich dann halt in den verschiedenen Ländern arbeiten, in London, in Paris, in Mailand, Castings machen. Deshalb mache ich jetzt noch meine Schule zu Ende, mein Fachabitur und dann. Und dann geht's geht's auch in die Welt, ja? Ja, dann will ich durchstarten. Und New York, ich war vor 5 Jahren das letzte Mal da. Und wie war's? Ja, total. Ja, ich bin nicht gelau, ich habe ja nichts mit Mode gemacht, aber nee, also ich kann verstehen, warum dich das dahin zieht. Ist eine tolle Stadt. Wie lange warst du in New York? Eine Woche. Also, das ist schön. Ja, eine Woche. Boah, nee, diese Apartments und sowas, boah, ist schon. Ja, am Times Square. Das ist sehr, sehr schön. Ja. Wow. Ja. Du hast gerade schon von den Elevator Boys gesprochen, Kontakte geknüpft. Du warst auch auf der Herkules-Premiere, genau, glaube ich, mit Erik Gislason irgendwie unter anderem. Oder Erik Gislason irgendwie, ja. Hast du schon andere Prominente getroffen vielleicht, wo du sagst, boah, denn das ist ja krass, dass ich in so kurzer Zeit das oder im Traum wen zu treffen vielleicht. Ja, also allgemein alles fühlt sich für mich sehr wie ein Traum an noch zurzeit. Also ich denke mir halt auch immer so, wer bin ich, dass ich jetzt gerade zum Beispiel bei der Herkules-Premiere dabei sein darf oder wer bin ich, dass ich überhaupt auf den Teppich draufgehen darf. Das war auch das erste Mal, dass ich auf dem roten Teppich stand. Da war ich auch so, ey, wieso ich, warum? Also das ist für mich alles noch so surreal, dass ich überhaupt gerade da bin, wo ich gerade bin. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass es so ist. Aber wen habe ich getroffen? Für mich war es sehr, sehr besonders, zum Beispiel Jakob zu treffen. Das war auch sehr spontan. Er ist auch für mich, das ist ein Star in meinen Augen. Und ihn zu treffen war Elevator sehr... Elevator Boys, ne? Ja, genau, die Elevator Boys. Dann auch zum Beispiel jetzt Influencer für mich auch, zum Beispiel Estefania. Ich verfolge die auch schon, bevor ich mit TikTok angefangen habe. War das auch für mich so... Das war so ein Gedanke, es ist unmöglich, so eine Person mal in echt zu treffen, mal mit ihr zu reden, überhaupt mit ihr befreundet zu sein, war für mich unmöglich, weil ich mir dachte, das sind Leute, die kann man gar nicht erreichen, weil die halt so bekannt sind, Millionen Follower haben. Und das ist immer so eine Denkweise von mir gewesen. Und dann
ist das für mich so, immer wenn ich so drüber nachdenke, so besonders, dass es überhaupt dazu gekommen ist. Und das ist auch so immer so ein Moment, wo ich mir denke, dass alles möglich ist, dass man alles erreichen kann, dass man jeden Menschen treffen kann, den man möchte, nur dass man halt dafür sich dahin arbeiten muss. Und das sind so Personen, die sehr besonders sind, dass ich sie überhaupt getroffen habe. Ja. Wie hältst du dich fit für den Modelberuf? Also das ist so, also achtest du auch so auf Haut zum Beispiel, was du isst, was du Hautprodukte benutzt und all solche Dinge, die Also ich achte schon. Mozzarella-Käse scheint gut für die Haut zu sein. Also ich esse, wie gesagt, sehr, sehr gerne, aber ich achte auch auf meine Ernährung. Aber ich muss auch sagen, ich achte schon doll drauf, aber auch gleichzeitig manchmal nicht so doll. Also bei mir ist das so eine Halb-Halb-Sache. Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich nehme wirklich sehr langsam zu. Also ich bin eigentlich immer recht fit. Ja. Aber das kommt. Das ist was Genetisches, da muss ich sagen. Ja. Also, und ich mache aber auch relativ viel Sport. Also damals habe ich ja Fußball gespielt, jetzt inzwischen nicht mehr, aber ich gehe halt ins Fitnessstudio oder ich mache auch sehr gerne Homeworkouts zu Hause. Wie gesagt, zum Beispiel Videos von Sascha Huber mache ich gerne. So einfach immer fit halten, laufen gehen, das ist immer sehr wichtig. Und dann kann man auch eigentlich recht gut essen. Was machst du im Homeworkout? Also wenn man jetzt nicht so wie Sport begeistert ist und aber zu Hause so ein bisschen irgendwie auch nicht gerne läuft? Laufen mache ich auch nicht gerne. Aber. Ja. was mache ich? Ich mache eigentlich immer so Bauchworkouts, also damit man Sixpack trainieren kann, sowas in die Richtung, was ich auch gerne mache. Da muss man halt auch wieder aufpassen. Ich habe halt gemerkt, als Model muss man eher, man darf halt nicht so in diese Bodybuilder-Richtung gehen. Also ich könnte jetzt nicht so massiv werden oder richtig breit, weil man halt auch in die Klamotten reinpassen muss. Und man muss ja eine Figur haben, die eher schlanker ist, damit man halt wirklich in die Klamotten richtig reinpassen kann. Und die haben nur Universalgrößen meistens. Genau. Und deshalb kann man jetzt nicht zum Beispiel jetzt krass trainieren, sodass man richtig breit wird, sondern ich achte halt immer darauf, einfach vielleicht ein bisschen meine Brust, Liegestütze zu Hause zu machen, Sit-Ups oder irgendwelche anderen Übungen so mit dem eigenen Körpergewicht, sodass man sich fit hält, athletisch bleibt, so in die Richtung. Und im Gym auch in die Richtung, halt ab und zu auch mit Gewichten dann. Aber ja. Und zum Thema Haut, Skincare bei mir, ist das Ding, dass ich wirklich auch eher genetisch eine reine Haut habe. Also ich habe eine Zeit lang zum Beispiel Skincare gemacht. Ich habe auch immer Livestreams dann gemacht, so Skincare-Routine, hier alles ein bisschen gezeigt. Und dann habe ich halt auch gemerkt, nach diesen 2 Monaten Skincare war meine Haut irgendwie unreiner und da waren mehr Pickel, als wenn ich die halt nicht gemacht habe. Ja. Und dann habe ich zum Beispiel jetzt 3 Monate wieder keine Skincare gemacht. Ich habe gemerkt, dass meine Haut relativ rein ist. Also ich habe auch genetisch durch meine Eltern eine gute Haut gehabt. Ist denn sonst auch jemand irgendwie in der Modelgegend da unterwegs? Von deinen Eltern, deine Geschwister oder sowas? Oder ist Potenzial da? Ja, Potenzial bestimmt. Ja. Potenzial bestimmt. Ich habe ja 3 Geschwister. Ja. Also bei allen ist Potenzial in meinen Augen da. Brüder oder Schwestern? Ja, ich habe 3 Brüder. Ich habe einen älteren Bruder. Der sieht auch sehr, sehr gut aus. Gut aussehender Junge. Dann halt 2 kleine Brüder. Der eine ähnelt zum Beispiel meinem großen Bruder mehr. Du hast doch auch mal Videos. Habt ihr nicht auch Videos gemacht mal mit deinen Geschwistern? Hast du mal ein Video gemacht? Damals, ja. Damals. So ein Hochzeitsvideo war das, wo wir so eine Transition gemacht haben auch. Okay. Ich habe damals, das war so eine Zeit, wo ich dann gemerkt habe, ich lasse es mit den Videos mit meinen kleinen Brüdern. Das war, glaube ich, die ersten 2 Monate habe ich, glaube ich, mit meinen Brüdern Videos gemacht. Aber da war ich halt noch nicht so im Klaren, dass man halt aufpassen muss und dass halt nicht jeder Mensch so denkt wie ich und du, dass wir halt nicht so komisch denken oder sowas. Und deshalb habe ich dann auch ganz schnell gemerkt, ey, es gibt da draußen halt Menschen, die halt anders denken. Und deshalb muss man die halt auch in Schutz nehmen und darauf aufpassen. Und seitdem habe ich auch gar keine Videos mehr gepostet mit meinen kleinen Brüdern. Und ja, das ist so. Mein großer Bruder macht ja selber TikTok jetzt inzwischen, hat er auch angefangen. Ja. Und meine Mama zeige ich auch in meinen Videos. Meine Mama ist auch sehr angesagt bei meiner Community. Das merke ich auch immer. Aber sonst achte ich halt auch jetzt auf meine Geschwister und sowas, dass das privat bleibt. Hattest du Lieblingsprojekte schon in deiner Modelkarriere so, dass du sagst, das war so der beste und der geilste Job bisher? Oder du hast irgendwie Projekte, wo du sagst, okay, oder Marken, für die du unbedingt mal laufen möchtest? Was ist so das weiß ich nicht, was ist so in der Modewelt das, für die man laufen möchte oder shooten möchte? Projekte hatte ich, weil ich halt gerade so am Anfang meiner Reise bin, noch nicht so viele. Ich hoffe, das ändert sich in der Zukunft. IMG auf jeden Fall. Ja. Aber mein Projekt jetzt zum Beispiel war jetzt, ein Projekt von mir war jetzt zum Beispiel die Fashion Show in Berlin. Das war für mich so was sehr Besonderes.
dann halt jetzt ein, zwei Shootings auch, Jobs, die ich auch hatte, jetzt auch für normal so Brands. Aber so bis jetzt Projekte hatte ich noch nicht richtig, aber ich hoffe, das ändert sich. Und eine Marke, für die ich gerne modeln würde, weiß ich gerade gar nicht so. Aber eine, die mich sehr anspricht, ist Versace. Okay. Ja, also ja. Versace, ich würde für sehr viele Brands modeln, also Modemarken. Und ich hoffe auch, dass ich irgendwann für viele Modemarken laufen werde und angefragt werde. Aber eine Marke, die mich sehr anspricht, ist Versace. Also das ist ja auch schon High-End. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ist wirklich sehr High-Level. Und das ist auch ein Ziel von mir. Also ich möchte auf jeden Fall für die laufen, für die arbeiten vielleicht irgendwann, Jobs haben. Das ist so mein Ziel, dass das irgendwann klappt. Wie modeaffin bist du privat? Also, dass du sagst, okay, also guckst du auf Trends auch jetzt und hast du immer schon geguckt, irgendwie auf Farben und auf irgendwas zu kombinieren? Oder? Bei mir ist der Fall, dass ich eigentlich gar nicht so drauf achte. Also bei mir ist das, ich habe nie drauf geachtet jetzt, dass ich Mode, also Markenklamotten trage oder dass ich jetzt immer die besten, neuesten Sachen tragen muss und irgendwie in die Richtung gehen möchte. Bei mir war das halt wirklich so, dass ich einfach das trage, worauf ich gerade Lust habe. Ich weiß nicht, ob du Adam Sandler kennt, man. Ja. Zum Beispiel Adam Sandler ist auch so einer. Den gucke ich mir auch, ich gucke gerne Filme von ihm und dann sieht man auch, er könnte sich jedes Kleidungsstück kaufen, was er möchte. Und man sieht ja immer, er trägt immer so normale, keine Markenklamotten, ganz basic, baggy clothes und sowas. Und ich bin auch eher in die Richtung. Also ich interessiere mich jetzt nicht so, also ich merke nicht jeden Fashion-Trend oder jeden Modetrend merke ich, kriege ich nicht immer mit, weil das ändert sich auch sehr, sehr oft. Aber ich bin halt eher der so das trägt, worauf er Lust hat und eigentlich eher so baggy, casual, sowas, was ich jetzt auch trage, so ganz normal, so ganz normale Klamotten, müssen nicht Markenklamotten sein, einfach Klamotten, die in meinen Augen cool aussehen und ja. Und die dir gefallen, das genau, ist gleich hier wieder so. Genau, das ist das Wichtigste, ja. Das ist immer eigentlich das Wichtigste, aber irgendwann, einige brauchen ein bisschen länger, um das zu verstehen. Ja, genau, man sollte einfach das tragen, was jemandem gefällt. Also wenn mir jetzt was gefällt und ich möchte es tragen, sollte ich jetzt nicht darauf achten, wem das nicht gefällt, sondern einfach das tragen, was mir gefällt und nicht darauf achten, was andere sagen, weil das ist schon wieder so eine gleiche Sache. Es wird immer Leute geben, die sagen, ey, das sieht voll uncool aus, was du trägst. Und, ja, aber im Endeffekt muss man wissen, ich trage das gerne und mich interessiert es nicht, was du jetzt denkst, was ich jetzt trage. So. Das ist immer ganz wichtig. Haute Couture, ist das auch ein Thema irgendwie? Ich weiß gar nicht, es würde mich mal interessieren, ob man irgendwann so ein Image bekommt, sage ich mal, und dann läuft man für bestimmte Marken, für bestimmte Stile. Weil es gibt ja auch wirklich Haute Couture, diese ganz opulenten Kostüme. Ich habe letztens ein Model gesehen, die hat ein Schlauchboot getragen als Halsring irgendwie. Also so ganz, wo man sagt, okay, das ist halt, ich weiß, es ist nicht, keine Alltagsmode in dem Fall unbedingt. Aber ist das, hast du da irgendwelche roten Linien oder bist du erstmal für alles offen? Ich denke allgemein, dass man, wenn man als Model tätig ist, dass man für alles offen sein muss. Ja. Also man muss wirklich einfach die Klamotten, die du bekommst, musst du einfach vermarkten. Also du musst diese Klamotten, sogar wenn es der Fall sein sollte, dass dir diese Klamotte nicht gefällt. Im Endeffekt ist das dein Job und du kriegst diese Klamotten. Du musst sie ja nicht im Alltag tragen, du musst sie ja nicht dann privat tragen, sondern du kriegst die und du solltest sie einfach gut vermarkten können. Darum bin ich eigentlich offen für alles. Also es gibt nicht irgendwie, wo ich jetzt sagen würde, ich trage das jetzt nicht. Sondern wenn ich gebucht werde und mir dann ein Kunde sagt, ey, wir würden, dass du gerne dieses Piece trägst oder das trägst, dann trage ich das und dann natürlich vielleicht habe ich erstmal vielleicht so, ich weiß jetzt nicht. Aber in dem Moment, wo ich das dann trage, dann habe ich schon an und dann denke ich mir, ich mache das jetzt perfekt. Ja. Ich bringe diese Klamotte jetzt einfach so gut rüber, dass sich das Leute kaufen würden. Genau, das ist so. Hast du auch, also dein Freundeskreis in Bremen, wie findet der das so? Also mit Modeln, Social Media? Genau, also generell. Also du hast gesagt, du hast Support aus deiner Familie. Mhm. Hast du dann hoffentlich auch Support aus deinem Freundeskreis? Ja. Oder gab es da auch Leute, die dann irgendwie auf der Strecke geblieben sind dann in dem Prozess? Also ich bin immer so ein Mensch gewesen, ich habe nicht viele Freunde, ich habe gute Freunde. Also ich habe Freunde, ich habe eine Handvoll Freunde, mit denen ich sehr gut bin. Mhm. Ein, zwei, mit denen ich... So, mehr braucht man auch eigentlich. Ja, das stimmt auch. Ist so, ja. Also ich habe nicht viele Freunde und ich bin auch jetzt nicht so, dass ich mich schäme zu sagen, ich habe nicht viele Freunde. Und die unterstützen mich da sehr, sehr doll. Und die stehen auch immer hinter mir, seitdem ich das gemacht habe. Und bis heute stehen die hinter mir und unterstützen mich. Und ja, also ich habe schon Freunde, die ich habe, die unterstützen mich. Was ich aber jetzt auch merke, dass genau die Leute, die sich lustig gemacht haben über mich, als ich mit Social Media angefangen habe,
die kommen jetzt plötzlich und sagen so, ey, wollen wir nicht vielleicht hier mal ein bisschen was unternehmen oder hast du nicht mal Zeit, was essen zu gehen? Oder diese Leute dann genau sagen, ey, krass, er hat durchgezogen und er hat es doch erreicht, was er erreichen wollte. Genau die kommen dann eigentlich zurück. Also die, die sich lustig machen, kommen dann eigentlich irgendwie immer zurück und dann sind die plötzlich die coolsten und wollen mit dir chillen und mit dir was machen. Ja. Das merkt man auch sehr, okay, sehr doll. Gehst du darauf ein? Also ist, Nein, also nein. Wirklich. Aber ich merke mir das ja auch. Also ja. Ich weiß ja dann in dem Moment, ist das eine Person, die damals auch mich, also die mich damals unterstützt hat? Ja. Oder ist das diese Person, die mich herunterziehen wollte und mich nicht unterstützt hat und jetzt aber kommt, weil ich halt jetzt was erreicht habe, was ich erreichen wollte und jetzt kommen die halt und sagen, ey, nein, also ich achte da drauf und habe dann eigentlich auch nichts mit denen zu tun. Mhm. Ich sage dann, ey, Bro, keine Zeit, tut mir leid. Mhm. Und, ja. Zeit wird ja eh noch ein Ding bei dir, ja, in Zukunft. Ich, ja, oder das ist, ja. Ist, also, wie ist das so ein Tag bei dir in Bremen? Was machst du, wenn du Freizeit hast und muss jetzt keine Orte nennen, bitte nicht, ja, wo du in der Freizeit so hingehst. Aber so hast du irgendwie ein Hobby auch noch, was du noch machst nebenbei? Irgendwie, also zocken oder weiß ich nicht, so, irgendwas. Oder? Also damals war es, dass ich gerne gezockt habe. Also ich habe gerne Videospiele gespielt am Computer. So ein Hobby jetzt. Was denn so? Also ich zocke nämlich auch immer noch. Aber echt? Ja, ja. Das ist sehr cool. Ja. Also damals habe ich Minecraft gespielt. Aha. Fortnite halt auch sehr, sehr lange. Und das waren eigentlich so zwei Spiele, die mich eigentlich so meine Kindheit lang geprägt haben. Ja. So damals halt auch Wii, verschiedene Spiele noch, Mario Kart und sowas. Ja. Aber so, das waren so Spiele, die ich gerne gespielt habe. Jetzt inzwischen weniger. Und was ich so in meiner Freizeit mache, ist wirklich, ich bin sehr, sehr viel am Handy. Also ich plane auch immer und was ich posten kann und so, das mache ich. Damals habe ich noch Fußball gespielt, jetzt inzwischen nicht mehr. Also wenn ich Freizeit habe und Zeit gerade habe, nicht am Handy zu sein, dann bin ich eher zu Hause, gehe halt zum Fitnessstudio und dann eigentlich, was ich sehr, sehr gerne mache, ich bin ein Familienmensch, also ich bin sehr, sehr gerne mit meinen Geschwistern oder mit meiner Mama. Mhm. Und dann gucke ich zum Beispiel einen Film oder wir reden oder wir machen irgendwas zusammen. Kochen auch sehr, sehr gerne. Aber zum Beispiel kochen, mein Bruder kocht immer. Ah, okay. Also mein Bruder kocht auch sehr gut. Ja, aber kochen mache ich, also mag ich auch sehr gerne. Was isst du am liebsten? Also außer, wissen wir alle, aber jetzt. Was ich sehr gerne mag, also es gibt selten was ich nicht mag. Aha. Was ich aber sehr gerne esse, ist zum Beispiel Sushi. Ja. Sehr, sehr gerne. Also ich bin auch sehr, sehr großer Sushi-Fan und ich liebe Pasta. Und was ich sehr, sehr gerne auch esse, ist Pizza. Ich könnte Pizza zum Beispiel jeden zweiten Tag essen. Zum Beispiel, ich esse mit meinem besten Freund fast, also wenn er bei mir ist, jedes Mal Pizza. Wir bestellen uns eine Pizza, essen die und ja. Sehr gut, ja. Heute Mittag gab es bei mir Pasta, bei den Kollegen Pizza, also ja, in der Firma. Ja, es geht immer. Ja, aber was ich zum Beispiel nicht so gerne mag, ist Lakritze. Lakritze? Ja, nee. Okay. Also das ist die einzige Sache, wo ich sagen würde, nein, dankeschön. Okay. Ja. Magst du Lakritze? Ja. Ja? Ja. Also ich wohne auch in der Nähe der holländischen Grenze. Ich fahre relativ oft rüber und hole mir da auch Lakritze. Die sind ja ziemlich bekannt für ihre Lakritze. Ja. Ja. Also ich mag Lakritze. Aber auch in Mal, also jetzt auch nicht so an sich viel, aber mal ist es okay. Und was ich auch nicht mag, ist Leber. Okay, ja gut, das auch in Maßen. Also ja, das sind so zwei Dinge, wo ich sagen würde, nein. Ja. Also sonst der Rest geht. Oliven? Oliven ist ja auch bei Leuten so ein Thema. Magst du Oliven? Ja, gerne. Ich mag keine Zwiebeln. Echt nicht? Nein. Ja, das gar nicht. Aber so ist das, ne? Und dann, ich hoffe, das Sushi schmeckt gleich. Ja, bestimmt. Ich freue mich auch sehr. Zukunftspläne. Was hast du so für Pläne, privat wie beruflich? Haben wir schon gesagt, Versace-Model irgendwann gerne. Das ist ein Plan von mir. Ja. Und Zukunftspläne. Ich möchte auf jeden Fall wachsen. Also auf Social Media, so wie im Modelbereich. Ich möchte auf jeden Fall, dieses Jahr habe ich mir als Ziel genommen, die 500.000 auf TikTok zu knacken. Oh, okay. Letztes Jahr habe ich mir, also vor einem Jahr habe ich mir vorgenommen, die 100.000 zu knacken, jetzt habe ich 300.000, das war auch sehr, sehr verrückt. Ja. Aber auf jeden Fall mein Ziel ist es, 500.000 auf TikTok zu knacken. Mhm. Die 100 ist Insta eigentlich, da verdient man ja kein Geld mit, ne? Und TikTok auch nicht, glaube ich, oder doch, kann mit man TikTok damit, kann man Geld verdienen. Okay. Ja, also auf Instagram sowie auf TikTok kann man durch Kooperation kann man Geld verdienen. Ja, okay, soweit, ja. Also wenn man zum Beispiel gute Story-Views hat oder gute, also wenn dein Account einfach gut belebt ist von den Zuschauern, kann man halt Kooperationen kriegen. Durch die Kooperation verdient man dann Geld. Und es kommt dann halt auch darauf an, wie viele Leute deine Story sehen. Wenn zum Beispiel 10.000 Leute deine Story sehen, dann kriegst du halt weniger, als wenn zum Beispiel 50.000 Leute deine Story sehen würden. Okay. Und so verdient man dann halt das Geld. Und jetzt habe ich auch gerade den Faden verloren. Und genau, und mein Ziel ist es halt auf Instagram, die 100.000 zu knacken dieses Jahr. Ja, das dürfte ja, wenn also bei den 5.000 von letzter Woche dürfte das auf jeden Fall. Das sind so Ziele von mir.
Und mich halt immer weiterzuentwickeln. Und in der Modelbranche ist es ein großes Ziel von mir, bekannter zu werden. Mein Ziel ist es halt irgendwann so auf vielen Plakaten zu hängen, in Werbungen zu sein. Und ein sehr großes Ziel, aber ist halt ein Ziel von mir, auch irgendwie vielleicht eines der bekanntesten oder bekannteren Models vielleicht auch der Welt zu werden. Mhm. Ist auch ein Ziel von mir. Ob ich es hinkriege, weiß ich nicht, aber ich arbeite mich dahin. Ziele sind sehr wichtig, also das ist von daher, und vielleicht bist du irgendwann mal Juror bei GNTM oder sowas. Verfolgst du das eigentlich? Ja, Also ist das schon, die haben ja auch sehr oft noch Casting-Situationen da und so, ist das schon so, wie es auch ist? Oder ist da auch sehr viel Fernsehen dabei? Ich meine, wir wissen alle, wie Fernsehen funktioniert, aber ja. Also es ist schon ähnlich, also es ähnelt auf jeden Fall so Model-Castings auf jeden Fall, aber man merkt auf jeden Fall, dass es auch sehr viel Fernsehen dabei ist. Man kann das halt nicht 1:1 mit Modeln direkt vergleichen, weil es halt auch eher in die Fernsehrichtung geht. Es ist ein Fernsehformat, ja. Klar. Man muss das aufbereiten und so. Das ist, es ist ja immer so der Ruf, dass man sagt, ja, warum lassen Sie die jetzt auf einem nassen Catwalk da laufen mit hohen Schuhen? Ja, aber so ist es. Ich meine, einige, die müssen durch Wüstensand gehen, weil der gerade Bock hat, eine Wüste da nachzustellen, das der Designer. Ich habe mir auch eine Fashion-Show zugeguckt, in Berlin war das. Mhm. Da sind die auch über Wasser, also nicht über Wasser jetzt gelaufen, aber so, da war auch so eine dicke Wasserfläche, Oberfläche. Das ist auch immer dann, also mein Respekt immer an die Frauen. Also die, weil Männer haben es halt einfacher, die haben halt oft normale Schuhe an, das ist halt nicht wirklich schwer. Ja. Aber mein Respekt an jede Frau, die dann allgemein in hochhackigen Schuhen laufen kann, also in High Heels, das ist für mich immer Respekt. Mhm. Also ich könnte es nicht, denke ich. Mhm. Und so im Model-Bereich finde ich das auch immer sehr, sehr bewundernswert, wenn die auch Treppen hochgehen, runtergehen und nicht stolpern und geradeaus. Also für mich ist das immer sehr, 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 sehr wow. Ja. Abschlussfrage, ein Leben ohne Mozzarella wäre für mich. Nee, das kommt nicht in Frage. Ich mag Mozzarella schon sehr, sehr gerne. Ja. Und ist das eigentlich Büffelmozzarella oder Kuhmilch? Was isst du da immer? Kuhmilch, aber Büffelmozzarella ist auch wow. Mhm. Also in Italien zum Beispiel bin ich ja auch oft mit meiner Familie. Und also Mozzarella und Büffelmozzarella ist schon lecker. Burrata. Ja, Burrata. Auch lecker. Ja. Ist schon sehr, sehr lecker. Ich wünsche dir alles Gute für deinen weiteren Weg. Ich hoffe, du kommst irgendwann noch mal wieder, wenn du groß irgendwo noch auf allen Plakaten, dann kommst du noch mal wieder in diese Sendung und unterhalten uns wieder. Dann essen wir jetzt noch ein bisschen Sushi. Sehr gerne. Ich wünsche dir, bleib gesund, immer Mozzarella im Kühlschrank. Mach ich, so sein. Dankeschön. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Und Ihnen zu Hause, danke für das Interesse an dieser Sendung. Das war Giuliano Poplawski. Wir werden sicherlich noch viel hören und sehen von ihm. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie fair und interessiert. Möge das Glück mit Ihnen sein. Das war Unterbergs Universum für diesen Monat. Bis dahin. Tschüss. Ja.